So, das praktische Vorportionieren in den Laubsäcken hat den Vorteil, dass man in der Früh schon sehr vorbereitet ist und das Einstreuen recht zügig vonstatten geht. Das Allerwichtigste ist halt für unseren Betrieb, dass wir garantieren können, dass das Einstreumaterial komplett staubfrei ist, sehr saugfähig ist und einfach zu verteilen. Hier spart man sich schon die meiste Arbeitszeit ein in der Früh. So. Gut, dann können wir schon die nächste Box einstreuen. So schnell geht's. Hier sehen wir jetzt die Laubsäcke, wo wir das frisch verarbeitete Material gerade eingefüllt haben, was jetzt auch komplett staubfrei ist. Und übrigens, die Idee mit dem Laubsäcker, die kommt nicht von uns. Das haben wir uns auch bei einem Betrieb abgeschaut. Die haben über 80 Pferde und die befüllen immer einen Tag vorher auch schon die Laubsäcke, dass man in der Früh, wenn die Stallarbeit beginnt, schon mit den vorportionierten Laubsäcken die Boxen sehr rasch befüllen kann. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch ansprechen müssen, ist, dass wir während unserer maschinellen Strohaufbearbeitung effektive Mikroorganismen in das Stroh mit einsprühen. Somit ist unser Einstreu für die Pferde ganz leicht mit effektiven Mikroorganismen überzogen. Und dies wiederum fördert unser Stallklima im positiven Sinne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Ansonsten findet ihr uns unter hippoterra.com oder unter Native Power. Und somit wünsche ich euch allen eine freudige Stallarbeit.